Andrea Gotzmann ist seit September 2011 Vorstandsvorsitzende der NADA Foto. David Sven Dame, wie lange ist dieser Kick noch erlaubt? Immer mehr Fußballer machen ihren Konsum des Oraltabaks Snus öffentlich. Zuletzt Hoffenheims Herbert Nordtveit, 27, Bild berichtete. Jetzt meldet sich die nationale Anti-Doping-Agentur zu Wort und macht Druck auf die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA. Die NADA-Vorsitzende Dr. Andrea Gotzmann zu Bild: Wenn ich hier eine Doping-Absicht sehe, dann wären wir die Ersten, die ein Verbot fordern. Dafür brauche ich aber die wissenschaftlichen Ergebnisse aus dem Beobachtungsprogramm der WADA. Nur so kann sich zeigen, wie weit verbreitet das Phänomen im Sport ist. Der gesundheitliche Aspekt steht dabei ganz oben auf der Agenda. Die über Monate getesteten Urinproben der Sportler auf Nikotin sollen Klarheit geben, sind aber noch nicht abgeschlossen. Bereits im Oktober erscheint die Verbotsliste fürs neue Jahr. Dass Nikotin dann schon als Dopingmittel gelistet wird, ist mehr als unwahrscheinlich. Wenn, dann wäre es nur für den Wettkampf verboten. Gotzmann weiter: Jedes Verbot macht nur dann Sinn, wenn man es auch kontrollieren kann. Es ist wichtig, dass die WADA-akkreditierten Labore uns die Möglichkeit geben, zwischen der Aufnahme von Nikotin durch Passivrauchen und durch Snus zu unterscheiden. Teilen, Twittern, teilen auf Google Plus, per WhatsApp verschicken, per Mail versenden.